Was? Rost. Das war... Shongo. Ich bin hier. Ich muss... Hey, langsam. Immer langsam. Hey. Alles da. So wie du ihn vorhin umklammert hast, muss er wichtig sein. Wo sind wir? Ein Außenposten des Utaru-Stamms. Was? Nicht weit von deinem Sturz. Wie lang? 2 Tage. Aloy? Wir haben keine Zeit. Ich habe was gefunden. In den Bergen westlich von Rheinklang. Ja, das hast du unterwegs gemurmelt. Aloy, was auch immer du da gefunden hast, du kannst jetzt nicht... Wenn es sein muss, kriech ich. Okay, gut. Aber vorher musst du mit jemandem reden. Mit deiner Utaru, so. Sie hat von Ärger in den Bergen gesprochen. Von einer Höhle, aus der Maschinen kommen. Das kann kein Zufall sein. Warum brauchen wir sie? Gehen wir zur Höhle. Sie liegt im Gebiet der Utaru. In ihrem Gebiet. Sie kann uns helfen. Glaub mir. Gut. Dann auf zur fabelhaften Zoe. Grüne Gliedmaßen welken, Wurzeln faulen im Schnee. Doch der Samen wird wachsen, so sicher wie Stein. So. Sie sollte im Bett sein. Aloy lässt sich nicht sagen. Du bist also so. Val meint, wir sollten reden. Über die Maschinen. In den Bergen westlich von Rheinklang. Ich bin Grabesängerin. Mein Platz ist hier. Erhol dich erstmal. Was hat es denn? Sie heißt Re, nicht es. Eine unserer Landgöttinnen. Und sie stirbt. Doch nicht nur das. Sie leidet. Ihr Zustand geht dich nichts an. So, wenn jemand helfen kann, dann Aloy. Darf ich? Was ich vorhabe, sieht schmerzhaft aus. Wird dir aber helfen. Speer. Uns noch unterhalten. Also gut. Hier entlang. Die Berge. Westlich von Rheinklang. Es gibt Ärger. Ärger haben die Utaru überall. Unsere Ernte ist verdorben, unsere Siedlungen verlassen. Aber in der Höhle in den Bergen ist es am schlimmsten. Sie ist ein heiliger Ort. Fa, eine unserer Landgöttin, ist vor Wochen hineingegangen, aber noch nicht
wieder herausgekommen. Dafür kommen tödliche Maschinen raus und überwältigen uns. Es ist noch nie geschehen. Wäre ja nicht deine erste heilige Höhle. Du sagtest, dass der Stamm Probleme mit Feldern und Siedlungen hat. Ja, einst fuhren unsere Landgötter reiche Ernte ein, doch jetzt sehen sie giftiges Verderben. Krieg schwelt unter den Tenakt, ihre Rebellen treiben sich an den Grenzen rum. Und die Maschinen werden immer aggressiver, kesseln uns ein, sodass wir entfernte Dörfer aufgeben müssen. Jetzt kommen sie sogar aus unserer heiligen Höhle. Viele im Stamm fürchten, dass unsere Tage gezählt sind. Ich würde gern sagen, dass es anderswo besser ist. Aber wir verlieren die Hoffnung nicht. Was ist das da mit den beiden? Reh und die Maschinen wie sie, sie sind Götter für euch? Landgötter, ja. Seit Generationen sorgen sie für uns. Bestellen und ernten die Felder von Rheinklang. Nahrung für alle. Ein Wunder endloser Fülle. Eine Farm. Maschinengeleitet. Mehr als eine Farm. Gesegnetes Land, das meine Leute am Leben erhält. Bis zur Störung. Was ist nach der Störung mit den Landgöttern passiert? Sie schwanden. Jahr für Jahr. Einst waren sie friedfertig. Jetzt wenden sie sich gegen uns, wenn wir uns nähern. Greifen uns sogar an. Sie haben die Erde immer angereichert. Doch seit mehreren Jahren verderben sie sie mit Mulch. Die Felder sind alle verseucht. Es breitet sich immer weiter aus. Über unsere Lande hinaus. Wir hatten immer Nahrung für alle. Jetzt können wir kaum noch unsere Kinder ernähren. Muss die Überdüngung sein. Vielleicht wird es durch Sporen übertragen. Ich weiß nicht. Das ist ja noch nicht alles. Jeder Landgott hat die Höhle einmal jährlich besucht, aber jetzt nicht mehr. Ohne die Erneuerungsrituale sind sie verfallen. Wie Reh. Sie sterben. Und mein Stamm mit ihnen. Also ist die Höhle heilig, weil Maschinen wie Reh und die, die du Fa nennst, sie besuchen? Ja. Vor der Störung hat jeder Landgott die Felder verlassen und ist zur Höhle gepilgert. Immer in derselben Reihenfolge. Erst Do, dann Reh, dann Mi und so weiter. Alle mit Erde von den Feldern besprenkelt. Sie tauchten 2 Tage später, wie neu und ohne einen Kratzer wieder auf. Alle Erde und alle Zeichen der Verehrung waren weg. Jede Rückkehr wurde mit einem der 8 heiligen Feste unseres Kalenders gefeiert. Aber die Störung hat den Zyklus verändert. Ja, oder zumindest dachten wir das. Mit der Zeit haben die Landgötter ihre Pilgerschaft aufgegeben, wurden wirr und zerbrechlich. Doch vor 3 Wochen hat Fa die Höhle betreten. Der gesamte Stamm erhob seine Stimme zu einem Lied, betete, dass der Zyklus von neuem beginnen würde. Fa ist nicht wieder aufgetaucht. Maschinen, die uns töten wollen, allerdings schon. Werden die Maschinen in der Höhle gebaut? Wie in einer Brutstätte? Sieht so aus. Aber wie diese Landgötter kommen und gehen, so etwas habe ich noch nie gesehen. Du hast dich Grabessängerin genannt. Was bedeutet das? Alles Lebendige muss ein Ende finden. Ich soll den Übergang leichter machen. Ich versuche, Ruhe zu bringen. Singe von der Erneuerung, für die der Tod den Weg bereitet. Ich hätte nie gedacht, dass ich für eine unserer Landgöttinnen singen würde. Ich weiß nicht mal, ob Reh mich gehört hat. Du hast sie mehr beruhigt, als ich es je könnte. Es ist nicht deine Schuld, so. Ohne das zweite Gesicht hättest du nichts weiter tun können.
Danke, dass ihr uns aufnehmt. Val ist derjenige, der dich durch die Wildnis getragen hat. Ich denke, sonst hätte uns hier keiner aufgenommen. Oder wäre an meiner Seite geblieben, damit Aloy es bequem hat. Wir hatten Glück, dich zu finden. Ich könnte das Gleiche sagen. Klingt, als ob ihr viel Zeit miteinander verbracht hättet. Ich wünschte, dafür wäre keine Verletzung nötig gewesen. Hoffentlich geht es dir bald besser. Ich muss mir die Höhle ansehen. Was? Das ist niemandem erlaubt. Zeit für eine Ausnahme. Sie gehört den Landgöttern. Hör zu. Da ist noch etwas anderes drin. Etwas, das Probleme auf der ganzen Welt lösen kann. Die Stürme, die Störung. Vielleicht sogar eure kaputten Landgötter. Was soll das denn bitte sein? Ein Geist? Ja. So in etwa. Ich könnte zurück nach Rheinklang. Den Chor versammeln. Erzählen, wie du Reh beruhigt hast. Sie um Erlaubnis bitten, reinzugehen. Großartig. Ich hol meine Sachen. Sie braucht Ruhe. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Alles gut, alles gut. Es wird dauern, den Chor zu versammeln. Kurier dich aus. Dann komm. Gut. Bettruhe. Verstanden. Jetzt hör doch einmal auf sie. Einmal, Aloy. Das ist zu deinem Besten. Störrisch, diese Frau. Was ist das mit den beiden? Sie braucht dich nicht, um zu heilen. Du könntest mit mir nach Rheinklang kommen. Mich dabei unterstützen, den Chor zu überzeugen. Vielleicht spricht das für sie. Das tue ich gern, aber... Vielleicht rennt sie weg. Wirklich? In Ordnung. Bis später. So, warte. Es ist nicht, dass ich nicht mit dir gehen will, aber ich... Ist es das, was du sagen wolltest? Ja? Dann freue ich mich schon wieder, mit dir zu reden. Ja, ich mich auch. Du sollst dich ausruhen. Val, du solltest mitgehen. Ich werde von allein wieder gesund. Du willst mich loswerden damit? Nein. Diesmal nicht. Wir treffen uns in Rheinklang, wenn ich bereit bin. Bist du sicher? Ja. Geh. Verschwinde hier. Okay. So. Renn deiner Liebsten hinterher. Wer sind die? Okay, alles verheilt. Das ging schnell. So, und damit willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. Ja, neue Folge, wie ihr sehen könnt. Wir sind jetzt hier in einer Otaro-Siedlung. Und die Ereignisse haben sich ziemlich überschlagen jetzt, die letzte Folge. Wo soll ich denn bitteschön anfangen? Also, wir haben ein Gaia-Backup, beziehungsweise zwei mögliche Gaia-Backups bergen können. Und wir waren mit Silence wieder in dieser Art
Anlage unterwegs, wo dieses Löschprotokoll von Hades perfektioniert worden ist, wohl, oder mögliche Szenarien durchgegangen worden sind, wenn Gaia zum Beispiel bedroht wird und irgendwie, das ist das, was ich verstanden habe. Und absoluter Plot-Twist, wir haben einen weiteren Klon von Elizabeth Sobeck gefunden, der wahrscheinlich inhaftiert ist oder und in Gefangenschaft irgendwie ist von diesen futuristisch wirkenden Frauen und Männern in Rüstung. Die konnten wir nicht bezwingen. Wir haben ja schon mit dem einen Typen da gekämpft, mit dem Eric. Das habe ich jetzt beim Schneiden gesehen, dass der Eric hieß. Also das war sehr actionreich. Wir mussten flüchten. Wir haben uns sämtliche Rippen geprellt, vielleicht auch und oder gebrochen. Ich weiß es nicht. Ich kann mich in Elon nicht reinfühlen. Aber die Erholung ging schnell. Wirklich schnell, ja. Hm. Und wir haben jetzt die Aufgabe, alle möglichen Unterfunktionen von Gaia, die ja nicht mehr vorhanden waren, als wir das Gaia-Backup gefunden haben, aufzuspüren. In der kompletten Welt. Das heißt, 7 Unterfunktionen sind frisch, frei, fröhlich irgendwo in der Welt unterwegs und wir müssen sie besorgen. Und Minerva, die Unterfunktion Minerva, die befindet sich wohl in diesen Bergen von Reinklang. Für die Utaros eine sehr heilige Höhle. Guck mal, da winkt der eine schon. Die bloß die Landgötter, diese Maschinen, diese Dino-Maschinen betreten dürfen. Und die kommen anscheinend heil wieder repariert aus diesen Höhlen raus. Ich weiß nicht, ob es eine Brutstätte ist. Es scheint mir so. Ich würde sagen, wir machen erstmal ganz entspannt, weil sonst verliere ich den Überblick. Machen wir einfach ganz entspannt einfach diese Fragezeichen hier erstmal. Ich habe nämlich die ganze Zeit überlegt, was wir denn jetzt genau tun. Ob ich jetzt eine Aufnahme wirklich mache, wo ich euch mitnehme zu den Fragezeichen, ob euch das überhaupt interessiert. Ihr könnt es mir gerne auch mal in den Kommentaren hinterlassen, was ihr da für eine Meinung habt, ob ihr euch das überhaupt interessiert, mit mir die Welt zu erkunden überhaupt, die einzelnen Flecke auf der Karte oder ob wir einfach mit den Nebenquests und Aufträgen weitermachen sollen. Ich habe ja gesagt, wir wollen jeden Teil genießen hier in Zero Dawn. Mein Gott, ich bin noch im alten Spiel, Freunde. Von Forbidden West natürlich. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal zu diese Kaja-Jägerin. Mian. Diese Fremde. Wir gehen jetzt mal zu Mian. Das ist eine Nebenquest anscheinend. Also, was willst du? Gibt es irgendein Problem? Das Problem sind Fremde. Du bist die zweite, die ich heute sehe. Je früher ihr geht, desto besser für das Land hier. Desto weniger übel das Wurzeln schlägt. Ich dachte, den Schmerz eures Landgottes zu lindern, hätte für ein wenig guten Willen gesorgt. Reh wird sowieso sterben. Genau wie wir alle. In der Zwischenzeit kommen Fremde und rauben das bisschen, das wir haben. Wie diese Kaja-Jägerin vorhin. Gekleidet wie ein Vogel. Mit einem Utaro-Mädchen im Schlepptau, als wäre sie eine Sklavin. Nannte das Mädchen eine Drossel. Das habe ich noch nie gehört. Muss eine Art Kaja-Fluch sein. Moment. Eine Kaja-Jägerin mit einer Utaro-Drossel? Was, führe ich Selbstgespräche? Ja, hab sie heute gesehen, rannten nach Südwesten, in den sicheren Tod. Da kann man keine Stachelfrucht ernten. Zu viele Maschinen. Armes Utaro-Mädchen, wer sie auch ist, möge ihr Same fruchtbaren Boden finden. Es war nicht deine Absicht, aber du hast mir geholfen, eine alte Freundin zu finden. Ja. Danke. Ich brauche deinen Dank nicht. Ich will ihn nicht. Meine Güte, die hat aber auch keinen guten Tag, wa? Die brennenden Blüten, das klingt sehr nach Talana. Sehen wir sie wieder? Das ist so cool. In der Wildnis des Niemandlands wurde eine Kaja-Jägerin gesichtet. Könnte es eine alte Freundin sein? Und ob? Ich glaube, das ist unsere liebe Talana. Ist das cool? Das wäre ja echt nice. Das ist in meinem Vorrat, wenn ich es brauche. Wir haben ja sehr viele bekannte Gesichter bereits gesehen in Meridian. Das wäre natürlich cool, wenn... Ich muss Wahl und so in Reinklang treffen. Den Chor fragen, ob wir ihre heilige Höhle betreten dürfen. Minerva sollte sich darin befinden. Damit kann ich Gaia neu starten. Oder zumindest dann können wir vielleicht herausfinden, wer die Fremden im Testlabor waren. Ja. Aber als erstes sollte ich nach Süden gehen, um eine alte Freundin zu treffen. Schauen, was sie hier draußen tut. Und mich etwas umsehen.
Ja, auf jeden Fall. Siehst, guck mal, das Spiel schmeißt uns das schon ins Gesicht. Geh erkunden. So. Guten Tag. Guten Tag, hallo. Der war aber freundlich. So, wir reisen jetzt mal dahin, wa? Ich bin ein bisschen aufgedreht jetzt, irgendwie am Anfang der Folge schon. Ich bin so energiegeladen, weil ich einfach wissen will, wie es weitergeht. So, Eimer pur und Direktsaft hinterher und dann geht das los, die Reise. Entschuldigung, ich habe einen an der Klatsche, ich weiß, tut mir leid. Alter, guckt euch dieses Vieh an. Den Horus hier, das ist doch der Horus. Ein Langbein! Ist das die, für die ich sie halte? Das ist sie. Siehst du das, Milu? Du musst auf eine Chance warten. Willst du mitjagen? Aber hallo. Jetzt fängt der Spaß an. Aber ich dachte, wir sind ihre Drossel. Sie ist sonnenhabig und wir sind ihre Drossel. Oder hat Eloy gesagt, komm du, ich muss alleine weiterziehen. Ich kann keine Drossel sein, oder wie kommt das jetzt? Hallo. Hier der Beate Uselgoppel wieder. Mit der wallenden Brust. Der liegt schon mal. Ei. Ach, hier, unser Känguru wieder. Oh, die sind schon echt drollig, ne? Ich finde die so cool. Aber auch so schnell. Oh, jetzt haben wir aus Versehen auf die Falle geschossen, wa? Boah, Eloy. Du auch. Komm hier rüber. Talana, oh, ist das schön. Ist das schön. Huch. Habe ich Talana Khan Padish. Aloy, trotz der Nora. Die Bezwingerin des Rutschlons. Die Retterin von Meridian. Milu ist meine neue Drossel. Oh. Sie kam kurz nach der Schlacht beim Turm in die Jägerloge. Sie hat von unseren gemeinsamen Jagden gehört. Ruh dich aus. Du solltest ein paar Heilpflanzen auf die Wunde legen. Was führt dich den ganzen Weg hier raus? Sind die Maschinen im Osten zu zahm für dich? Nicht ganz. Ich suche jemanden. Einen Kaja-Jäger, etwa mein Alter. Er heißt Amadis. Er kam vor einer Weile allein hier raus und wird vermisst. Okay. Gut. Milu ist deine neue Drossel. Heißt das, dass ein Habicht jetzt mehr als eine haben kann? Die Dinge bei der Jägerloge haben sich geändert. Jetzt werden alle, die besten Jäger werden wollen, aufgenommen. Egal von welchem Stamm. Keine Sorge. Bist noch meine Lieblingsdrossel. Du machst echt eine Menge Wirbel. Wie ich versprach, als ich sonnenhabicht wurde. Und was Milu angeht, sie will die Jagd lernen, um ihrem maroden Clan zu helfen. Wie könnte ich das abschlagen? Dieser Mann, den du suchst,
Ist er noch ein Jäger der Loge? Er würde es hassen, das zu hören. Lange Geschichte, aber er war ein Adliger. Wir trafen uns in der Wildnis. Ich war schwer verwundet. Er heilte mich. Dann half er mir, die Maschinen zu stoppen, die ein Dorf in der Nähe bedrohten. Danach, trennten wir uns. Klingt, als wäre das noch nicht alles. Ach, ein andermal. Okay. Bei unserem letzten Treffen hast du Meridian verlassen, um eine neue Maschine zu jagen. Das waren mehrere Krallenschreiter und ein Jägerkiller. Du hast gesagt, du fühlst dich rastlos. Ist es als Sonnenhabicht so langweilig? Ich hatte gerade die Stadt verlassen. Ich konnte die bürokratischen Regeln und Formalitäten einfach nicht mehr ertragen. Doch während der Zeit in der Wildnis wurde mir klar, dass die Loge mehr als eine glorifizierte Trophäenhalle sein muss. Unsere Jäger sollten die Speere sein, die die Zivilisten schützen, wie mein Vater und Bruder. Klingt nach einer Herausforderung. Die anderen in der Loge waren nicht ganz so aufgeschlossen. Manche schon. Den Rest schmeißen wir raus. Und damit fange ich an, sobald ich Amadis gefunden habe. Ich kann helfen, deinen Freund zu finden. Ich weiß, du hast deine eigenen Gründe, hier draußen zu sein. Aber ich würde mich über deine Hilfe freuen. Was hat er hier draußen gemacht? Er hat bei den roten Raubzügen jemand Geliebten verloren. Er wollte zum Schlachtfeld gehen, um ihn zur letzten Ruhe zu betten. Melu und ich waren gerade unterwegs dorthin. Das Schlachtfeld ist in der Nähe. Ich kann mit euch kommen. Nein. Geh nach Steinhall, heile, warte dort und denk über die heutige Lektion nach. Aber... Mit Schmerzen bist du keine Hilfe. Geh. Alle Jäger müssen sich ab und zu erholen. Ja, Sonnenhabicht. Das war mir eine Ehre. Wird sie klarkommen, ganz allein? Natürlich. Sie ist meine Drossel. Komm, zum Schlachtfeld geht's hier lang. Jeder Jäger braucht mal eine Ruhepause, sagt das mal Eloy. Die hat wahrscheinlich gebrochene Rippen. Mein Rucksack ist voll. Ich pack's in den Vorrat. So, wie viele Scherben haben wir überhaupt? 5151! Wir sind reich! Okay, sorry, Talana. Los geht's. Es klingt mir aber sehr, dass die sich sehr nahe gestanden haben. Lauter Romanzen hier in dem Spiel. Was los? Du meintest, es war Teil der roten Raubzüge? Die Schlacht der brennenden Blüten. Amadis gehörte zur Kaja-Armee, die nach Westen vorstieß. Seine Division griff die Tenakt an. Aber sie unterschätzten die Stärke des Feindes. Es war ein Massaker. Dass du mit jemand befreundet sein würdest, der an den roten Raubzügen teilgenommen hat. Oh, keine Sorge. Er war einer von den Guten. Er wollte den Angriff stoppen, doch er kam zu spät. Seitdem ist er auf der Flucht. Und du glaubst, dass ihm hier etwas zugestoßen ist? Keine Sorge. Wir werden ihn finden. Er versprach mir, eine Nachricht zu schicken. Ich habe gewartet, aber sie kam nie. Das ist immer kein gutes Zeichen, wenn man auf Antwort wartet, aber keine kommt. Naja, sie ist als Sonnenhabicht tausendmal besser als dieser blöde Assis. Okay. Das hier ist das Feld, wo die Tenakt die Kaja abgeschlachtet haben. Zeit und Wetter haben die meisten Kampfspuren beseitigt. Aber da sind viele Fußspuren. Noch ganz frisch. Sehen wir uns das mal an. Tiefe Fußspuren, vielleicht Osaram. Zu viele, um zu sagen, ob Amadis bei ihnen war. Ziehen wir uns um. Vielleicht hilft mein Fokus. Amadis sollte doch allein sein. Wieso waren Osaram hier? Haben die Osaram was damit zu tun? Okay, ich will keine voreiligen Schlüsse ziehen, aber... Wir hatten damals auch den Derwal, der Osaram war, der uns hintergangen hat, beziehungsweise die Osaram hintergangen hat und Ersa und Erend. Fußabdrücke. Schwach.
schwache Spuren. Nicht Osaram, vielleicht Karja. Hier gibt's eine Spur, der ich mit dem Fokus folgen kann. Okay, dann folgen Malana, wir. Ich glaube, ich habe hier was. Der Spur. Spuren, die vom Schlachtfeld wegführen. Geh voraus. Jo. Was ist das denn, eine Windrose? Ich verstehe das nicht. Wieso ging Amadeus weiter nach Westen? Vielleicht finden wir hier noch was anderes. Sieht ziemlich verlassen aus. Ah, und gefährlich. Hoffentlich landen wir nicht in dem Ding. Boah, guck's dir an einfach. Guck's dir an. Das sind Maschinenleichen hier. Da oben ist eine Feste. Was macht der denn hier draußen? Vielleicht hat er Amadeus gesehen. Fragen wir ihn. Lasst mich raten, ihr seid Nachzügler. Wurde zurückgelassen, als die Wagen losfuhren. Keine Angst. Ich bin kein Karja-Hasser. Nur ein alter Plünderer, dankbar für ein bisschen Gesellschaft. Ich bin Lel. Ihr habt euch wohl verlaufen. Genau genommen suchen wir jemanden. Einen Karja-Jäger. Er müsste allein gereist sein und die Kleider waren sicher abgenutzt. Ja, der war hier. Sah sich auf dem Schlachtfeld um. Wollte wissen, was passiert ist. Zum Glück kennt der alte Lel all die Geschichten. Die Karja-Armee stürmte direkt in die wartenden Tenakt. Die meisten verbrannten. Andere brachten die Tenakt zurück nach Westen. Euer Mann wollte wissen, wohin. Ich habe ihm die Gerüchte von einem Ort namens Fäulnis erzählt. Was ist das? Ein Tenaktkerker. Oder Karja-Friedhof. Je nachdem, wie man es sieht. Wo liegt dieser Ort? Weiter westlich, im Tenaktgebiet, aber das hielt ihn nicht auf. Eine Osaram-Karawane lagerte auf dem Schlachtfeld. Die wollten in die gleiche Richtung. Er ging mit ihnen. Sie zogen nach Westen, zu den Bergen. Danke, Lel. Wir müssen jetzt los. Weidmanns Hall da draußen. Wir gehen nach Westen, zu den Bergen. Wenn wir die Karawane finden, finden wir vielleicht Amadeus. Los geht's. Du meintest, Amadeus verlor in der Schlacht jemand Geliebten. Glaubst du, die Tenakt nahmen stattdessen diese Person gefangen? In der Fäulnis? Ich weiß nicht, vielleicht. Der Hügel da vorne. Sieht aus, als wäre da ein Tunnel. Ein Panzerschnapper. Er hat uns noch nicht gesehen. Wir können es benutzen. Habicht und Drossel. Wie in alten Zeiten. Ah, den habe ich im Trailer gesehen. Diese Schildkrötenmaschine. Panzerschnapper. Stufe 27, mit dem wären wir doch nicht fertig. Eine große Kampfmaschine, die mit einem Panzer ausgestattet ist. Der Angriffe absorbiert sowie Energie umwandeln und speichern kann, um sie für zerstörerische Angriffe einzusetzen. Brutstätte Chi. Müssen wir unbedingt noch kriegen. Feuerschaden und Säure sind Schwäche. Das heißt, wir ballern da einfach mal. Was wir damit drauf? Oh nee, warte mal. Erstmal packen wir das Ding hier hin. Und dann mit. Wie funktioniert das Ding überhaupt? Ist das witzig. Au. Na, du bist ja ein ganz ausgefeilter, wa? Ah. Wow, und jetzt gräbt er sich ein, wa? Was für eine krasse Maschine. Es ist wieder Schnappmaul, bloß in Schildkrötenform. Oh.
Wow. Du bist so schön. Du bist so schön. Das macht mich nervös, wenn er immer sich unter die Erde krabbelt. Rosa. Ah! Alter. Boah, das sieht voll krass aus hier mit den Kristallen oder was das sein soll. Au. Aua. Oh, 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 oh. Verdammt, bleib doch stehen. Wir werden ihn erst mal ein bisschen abfackeln hier, damit er brennt. Ja, wartet doch. So, jetzt brennt er nämlich. Wir haben ihn gleich. Du brauchst Hilfe, ja? Geh los. Aua. Oh, ich treffe immer bloß die unempfindlichen Stellen. Na komm schon. Der Schmerz lässt nach. Alter Eloy, was ist das hier mit uns? Fühlt sich gut an. Ja, fühlt sich. Ja. Oh Mann. Ach, deswegen hat sie die ganze Zeit gesagt, Munition für dich. Die hat mir hier Jägerpfeile auf den Boden hingelegt, dass ich die nehmen kann. Ist ja nett. Cool. Guck mal hier. Den hat er gar nicht ausgelöst. Wollte ich so clever sein. Neue große Maschine. Erledigt. Ha, schön. Ja, diese großen Maschinen, die haben natürlich auch viel bessere Spulen, ne? Ich freue mich schon, wenn wir wieder unsere ganzen Waffen upgraden können und so richtig scharfe, richtig schadenmachende Waffen haben. Das ist schon eins meiner Vorfreuden. So, wir sollen jetzt da in den Tunnel, ne? Oh, ein Datenpunkt. Diese Nachricht stammt von einem Osseran, der bei einem Damm stöberte. Klingt nach jemandem, den ich kenne. Oh, dieser Damm weckt schöne Erinnerungen. Die Gerüchte über einen gigantischen Deich führten mich hierher in der Hoffnung, wieder einmal eine erfolgreiche Störstelle zu erschließen. Oder vielleicht hatte ich auf ein Abenteuer gehofft, so packend wie meine Reise in den gefrorenen Norden. Aber jetzt, da ich hier bin, macht sich ein wenig Rastlosigkeit in mir breit. Selbst mit dem Blick eines Abenteurer-Profis finde ich keinen Weg, unbeschadet ins Innere zu gelangen. Geschweige denn, mit einem gefüllten Rucksack zurückzukehren. Und ehrlich gesagt, alles wirkt so heruntergekommen, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass der Erfolg die Mühe lohnen wird. Moment. Wurde meine Waghalsigkeit etwa von der praktischen Vernunft einer gewissen rothaarigen Nora beeinflusst? Ich glaube schon. Nur zu meinem Besten nehme ich an. So sehr mich ein weiteres dammbrechendes Herumstöbern auch reizt, ich bezweifle, dass sie wie durch ein Wunder wieder auftauchen und mich noch einmal retten würde. Und selbst wenn, würde ich nicht wollen, dass sie für mich ihren Hals riskiert. Nicht nach allem, was sie für mich getan hat. Oh nein! Ich werde noch eine Weile in Erinnerung schwelgen und dann geht es weiter nach Süden, zu den brennenden Küsten. Ich hab da schon jemanden im Verdacht. Wohl weitergezogen. Aber wohin bloß? Vielleicht ist das der sehr sympathische... Ich hab mich gefragt. Eine Sackgasse! Sieht aus wie ein Einsturz. Und was ist mit der Karawane passiert? Sehen wir uns mal um. Vielleicht hilft dein zweites Gesicht. Vielleicht ist das unser tollpatschiger, unbeholfener Freund aus Frozen Wilds.
Man weiß es nicht. Jetzt auch nicht die ganze Zeit Vermutungen anstellen, wir werden es ja letztendlich sehen, aber ich habe eine Vermutung, wer es sein könnte. Nutze dein zweites Gesicht. Wir gucken uns um. Was zum... Talana, ich glaube, ich habe hier was. Im Geröll. Was ist es? Oh, eine Leiche. Ein Osaram. Was steht da drin? Er war Teil der Karawane, die hier durchkam. Die Notiz endet abrupt, als der Tunnel einbrach, schätze ich. Oh. Aber keine Spur von einem Kaja-Jäger. Und eine erste Karawane schaffte es vor dem Einsturz durch. Sie sind wohl zu einem Wasserloch auf der anderen Seite gereist. Er könnte es geschafft haben. Führt noch ein Weg hindurch? Ich weiß nicht. Diese Berge sind ziemlich steil. Da muss ich einen Weg finden. Danke, Aloy, dass du so weit mitgekommen bist. Doch ich habe genug deiner Zeit verbraucht. Bitte, nimm das. Möge es dir auf deiner Jagd helfen. Moment. Wie kontaktiere ich dich, wenn ich einen Weg über die Berge finde? Ich komme zu Milo nach Steinhall, sobald ich kann. Wenn du einen Weg findest, lass eine Nachricht dort. Mach ich. Viel Glück. Dir auch.